ich, die nach diesem Abend zum Klaus-Nomi-Logo wurde. Mit dem V-förmigen Haarschnitt und den breiten Schultern sah seine Silhouette aus wie das Batman-Zeichen, das durch die Wolken schimmert. Der Funke sprang über und plötzlich wurden alle ganz still. Auf einmal war man nicht mehr bei Fiorucci, nicht mehr an einem realen Ort und alle wussten, das ist Kunst und wir sind es nicht. Klaus war wie geschaffen für die Kamera. Ich sah damals alles in Schwarz-Weiß. Und Klaus in Schwarz-Weiß zu sehen war einfach, weil er Schwarz-Weiß war. Ich hatte manchmal den Eindruck, als sei Klaus chemisch behandelt worden, um Schwarz-Weiß zu werden. Als ich Klaus das erste Mal traf, faszinierte mich vor allem seine Androgynität. Ich meine damit nicht sexuelle Androgynität, sondern seine rätselhafte Erscheinung. War er ein Mensch oder nicht? Er war mehr als androgyn, ein Roboter. Er strahlte eine Spontaneität aus, die nicht spontan war. Eine entgrenzte Erscheinung, aber absolut kontrolliert. Ich hatte bei Klaus immer das Gefühl, einer Oberfläche gegenüberzustehen. Einer interessanten Oberfläche, sehr schön entworfen, aber letztlich undurchdringlich. Und damit nie ein Motiv für eine Fotografie, die sich mit menschlichem Verhalten beschäftigt. I interviewed him just
Ich interviewte ihn, weil ich es einfach nicht verstand. Ich begriff nicht, was da passierte und wollte mehr darüber herausfinden. Klaus war so perfekt, so konstruiert. Er war der falsche Typ am falschen Ort, der das Falsche tat. Alles war falsch. Ich wollte wissen, war das alles ironisch gemeint? Oder sah er die Ironie vielleicht gar nicht? Er war offensichtlich ein Exhibitionist und liebte es, wenn die Leute ihm nachschauten. Das war ein Teil seiner Persönlichkeit, den ich nicht besonders mochte. Ich sagte zu ihm, hey, jetzt lass mal die Show, wir sind unter uns, du musst nicht so rumlaufen. Aber wer sich eine Weile mit ihm unterhielt, dachte nur noch, was für ein liebenswerter Kerl. Es war schön, in seiner Wohnung zu sitzen, die völlig normal war, und ihn als völlig normalen Menschen zu erleben. Obwohl, völlig normal war er nie. Er wusste, dass seine Show großartig war. An dieser Verbindung von schillernder Oberflächlichkeit und tiefem Gefühl lag ihm sehr viel. Ich mochte diese Doppelbödigkeit. Tief drin war er oberflächlich. Oder war er oberflächlich tiefgründig? Egal, irgendwie passte das alles zusammen. Ladies and gentlemen, David Bowie. Klaus hatte in der Szene eine Menge Wirbel gemacht und zum Glück bekam auch Bowie das mit. And thankfully it got to Bowie. I thought you died alone, a long, long time ago. Bowie streckte immer seine Fühler nach den aktuellsten Trends aus. Also er rief an und keiner konnte es glauben. They got the call and no one could believe it. Who knows? Who knows? Not me. Not him. Man who sold the world. Während der Vorbereitungen zu Saturday Night Live fragten wir Bowie, was er für den Auftritt geplant hätte, ob es Kostüme geben würde. Bowie sagte, dass er eine Kopie eines Tristan Tzara-Kostüms tragen würde, aus einer Performance aus den 30ern. Wir sahen es uns an. Es war umwerfend. Dann kam Bowies Manager Pat Gibbons und sagte, ihr braucht auch Kostüme. Er zog ein dickes Bündel Geldscheine aus der Tasche und fragte, wie viel braucht ihr? Joey und Klaus sahen ihn mit großen Augen an und sagten, ach ja, Schuhe brauchen wir auch noch. Alle hatten dieses Grinsen im Gesicht. Wir drehten fast ab. Es war einfach irre. Wir dachten, wow, das ist es. Heute sind wir bei Saturday Night Live, morgen spielen wir im Madison Square Garden, vor ausverkauftem Haus. Mann, wir waren 22 und dachten, jetzt ist es soweit. Klaus hat es geschafft und wir sind dabei. Klaus has made it and we're all going. Nach Saturday Night Live gab es eine Party in der Fifth Avenue. Bowie saß mit Tiny Tim und Iggy Pop an einem Tisch. Ich fragte ihn, ob er länger in New York sei.
Er sagte, er hätte hier einen Loft und würde eine Weile bleiben. Er müsse ein paar Dinge regeln, aber dann hätte er Zeit. Ich sagte, dass wir ein paar Ideen hätten, und er antwortete, großartig, ihr hört von mir. Iggy Pop, der eine dicke Zigarre rauchte, hielt den Daumen nach oben. Wir dachten, jetzt sind wir drin. Aber wir haben nie wieder was von ihm gehört. Nach dem Auftritt mit Bowie war für Klaus und Joey klar, das war der Weg. Dieses Hyperstilisierte, das ist es. Lass es uns weiterentwickeln und sehen, wie weit wir damit gehen können. Als wir Bowies Kostüm gesehen hatten, wollten wir auch so etwas. Wir gingen zu Brooks Van Horn, dem großen Theaterausstatter in New York. Ich glaube, der Typ hieß Jimmy. Er war der Chefdesigner. Wir sagten ihm, wie sehr uns das Bowie-Kostüm gefallen hätte und fragten, ob er uns was Ähnliches machen könne. Er sah uns an und sagte, das Ding hat $1,500 gekostet. Wir schluckten nur. Aber er mochte uns und unsere Show und versprach, etwas für uns zu entwerfen. Dabei kam dann dieser tolle, stilisierte Smoking heraus. Ein Dreieck, dabei hatte ich immer nur mit vier Ecken gearbeitet. Er hatte das alles absolut durchdacht. Wer Klaus Nomi war, was Nomi tun würde. Klaus hatte ein ausgeprägtes Ego und er glaubte wirklich, dass all das sein Werk war. Und so ein Ego lässt einfach den Gedanken nicht zu, dass vielleicht auch noch andere etwas damit zu tun haben könnten, dass es vielleicht auch an den Kostümen oder am Make-up liegen könnte. Er wollte einfach alles aus dieser Figur herausholen und war bereit, all seine Energien daraufhin zu bündeln und dem alles unterzuordnen. Das Wesen von Klaus Nomi in Bildern einzufangen, forderte mir alles ab. Er war so präsent und ich wollte, dass er so groß rüberkommt, wie er war. Tonight on our show, we have Klaus Nomi, the opera singing pastry chef. These are completely unrelated talents, and it just goes to show you that being a Renaissance person is on the rise again. Okay, everybody ready for something sweet? I'm making something real sour. It's a lime tart. 1 1/4 cup graham cracker crumbs, and 1/4 cup of melted butter. You mix it up, you know, and press them firm against the mold. Separate the white from the... This has to be whipped up till it's sort of... I combine this with the egg yolks, mix it up, add 1/2 cup of lemon juice, and which cooks this whole thing and makes it thick, and then I pour it into this shell. How did you learn this art, Klaus? Or is it a craft? Self-taught, as mostly everything that I'm doing. This is the lime tart, the finished product, decorated. This is a Linzer tart, made with butter, lots of butter, and lots of ground nuts and raspberry filling. This is a French dark croissant, which is a hazelnut meringue. And this is a chocolate almond cake. It's very delicious. Ich stand auf seine Kuchen, sie waren fantastisch. Er hat uns immer mit Kuchen versorgt. Er hat mich mit Kuchen bezahlt. Ich brachte ihm